So, also. Fortsetzen natürlich selbstverständlich, meine Lieben. Ach, da ist sie, die Karte der Liebe. So, hallo Pippa, hallo Gemux, hi. Meine Lieben, der Rasen, oh Mann. Was stimmt nur mit euch nicht? Das ist mein Rasen. Warte mal kurz. Mit dem Rasen müssen wir was anfangen. Wie viel haben wir? 4,3 Millionen, da kriegen wir einen schönen Gartenzaun hin. So, lass mal gucken. So, Freunde. Das war's jetzt hier. Da jetzt noch raus? Und wehe dem, ich sehe da einen hier draußen rumlaufen. Ich baue da Stacheldraht hin. Schauen wir mal. Ich sehe schon, wie die außen rumlaufen. Curry, jetzt habt ihr Vertrauen. Die klettern drüber. Das würde ich niemandem zutrauen. Aber das ist schön eigentlich an der Stelle, weil dann haben wir jetzt endlich mal eine Begründung, mal mit den ganzen Außensachen zu arbeiten. Wir haben ja, glaube ich, hier so Außendingers. Warte mal kurz. Outdoor. Eine Außenleuchte. Aha, mhm. So, und dann kommt hier so ein schönes kleines Bäumchen rein. Bin tatsächlich geneigt, hier noch eine Reihe hinzusetzen. Und hier in der Mitte machen wir das. Ah, clean! Kleiner Gartenteich, geht das? Kann ich einen Gartenteich bauen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das geht nicht. Nee, ich glaube nicht. Schade. Moment, ich will das Grundstück nicht verkaufen. Uiuiui, das war knapp. Der Deko-Zwerg am Blackwing. Ich hoffe, wir kommen da ein bisschen voran. Apropos vorankommen. Moment. Eine Temperaturregelanlage ist überlastet. Das kann ja nicht euer Ernst sein. Prozent. Jetzt haben wir hier. Ah, okay, jetzt haben wir halt hier direkt vor der Tür. Können wir das halt noch runter bewegen? Hier so hin. Vielleicht noch eins nach links. Da, wie soll ich sagen? Das spielt das Auge ja noch letzten Endes mit. Ja? Weil sonst schauen die Armen hier aus dem Fenster auf die Klimaanlage. Das geht ja noch nicht. So. Dämliches Spiel. Nein. Urbauts, das Spiel ist großartig. Apropos großartig. Hier haben wir noch Altlasten, meine Lieben. Möbelzuweisungen entfernen. Nein, das will ich eigentlich gar nicht. Ich will nochmal ganz kurz gucken. Hier. Möbel ersetzen. Okay. Ich muss mal ganz kurz die ganzen Deckenventilatoren wegmachen. Das geht halt echt überhaupt nicht mehr. Wir sind da sind wir tatsächlich schon drüber mittlerweile. Also bei den Deckenventilatoren muss ich ganz ehrlich sagen, da sehe ich uns nicht mehr. Sag mal, mit Zwerg kriegen wir auch noch hier was rein. Jawohl. Sehr gut.
Das ist auch okay. Bei den Dingern haben wir auch, oder? Ja, da haben wir auch alles an alles schon gedacht. Hier bei den Toiletten. Sind auch alle, ist auch an alles gedacht, ne? Hier ist auch gut. Ich glaube, wir sind ganz gut hier. Bitte, klar, das Geld ist zum Ausgeben gedacht. Was willst du mit dem Zeug? Ja? Widerlich. So. Ja, jetzt haben wir diese blöden Deckenventilatoren nicht mehr an der Decke. Das ist ja schon mal was. Jetzt gehen sie aber richtig raus, ne? Jetzt läuft keiner mehr über den Rasen. Schön. Im Übrigen, mal ganz kurz, wir müssen ganz kurz Dinge gucken. Die Bürosoftware ist im Januar dran. Wir haben 0 Follower. Das ist schlecht, aber unsere ganze Software ist beliebt. Wow, 94.000 für den 2D... haben wir da noch genug auf Halde? Für den 2D-Editor? Da sind noch 15.000 Einheiten auf Lager. Gucken wir mal, wie viel es jetzt dann gleich sind. Was? Schon wieder? 73%. 11.000. Okay, jetzt geht aber der Druck wieder an. Also jetzt drucken wir überhaupt mal was mit den Dingern. Ich würde vorschlagen, tatsächlich, Chat, dass wir nochmal gucken, ob wir mal schnell noch einen kleinen Deal an Land ziehen. Hier, Inside OS 6. 6,1 Millionen bis Dezember. Da sehe ich uns gar nicht gerade. Zum Garten gibt es immer noch keinen Zugang. Da soll ja auch keiner rein. Ja? Die sollen ja da nicht rein. Das ist ja ein Ziergarten. Ich will ja nicht, dass die da picknicken. Hallo, Markus. Die dürfen da nicht rein, weißt du? Das ist so, ja, die müssen da in einem angenehmen Umfeld hier. Das ist okay, wenn das so ist. Die schauen hier raus auf unseren... Ich meine, die Bäume müssen erst wachsen, ne? Also das dauert jetzt eine ganze Weile, bis die hochwachsen. Hier fahren aber auch manche von unseren Leuten, fahren hier tatsächlich ganz ordentliche Schlitten, ne? Also da ist jetzt schon, da sehe ich schon was Großes. Na, ist okay. Ja, das soll nur zum Erfreuen sein, ja? Okay, so, pass auf. Wir machen jetzt hier Folgendes, und zwar... Lass mich mal ganz kurz gucken. Mach mal Folgendes. Mach mal das. So, dann haben wir hier jetzt auch einen Fahrstuhl. Dann bauen wir hier oben ein Fenster ein. Hier warten wir mal ganz kurz mit den Fenstern. Haben wir auf der Seite auch nicht, ne? Ja, passt. Gut. So. Jetzt pass Obacht. Wir machen jetzt Folgendes, und zwar, wir haben, ich muss mal schnell was schauen, ich muss mal kurz was gucken. Also wir haben Core, als Core-Team brauche ich, bin ich alleine, ja? Dann haben wir Design, Design-Tag und Design, warte mal kurz, Design-Tag und Nacht, ein Team. Santio, Santino, Dankeschön für deinen Follow, herzlich willkommen. So, pass auf. Wir haben jetzt Design Tag und Nacht 1. Design 2 Tag und Nacht 2. Kunst, Marketing, Programm 1, Programm 2 und Support. Wir brauchen 7 Büros da oben. Also 7 quasi Einzelbüros, die hier irgendwie verteilt werden müssen. Okay? Dann würde ich vorschlagen, machen wir jetzt Folgendes. Und zwar,
Wir versuchen das jetzt mal einzubauen. Mal gucken, was geht. Machen wir einfach ganz easy. Wir gucken jetzt einfach mal, was geht. Also, wir machen jetzt in der Mitte... Also, pass auf, wir ziehen den Gang jetzt erstmal durch. Ja? Wir ziehen den erstmal durch. Okay. Ich zeig mir das mal bitte so an, damit ich das sehe. So. Jetzt machen wir den mal... 6 auf 6. Ich probiere jetzt erstmal einfach nur völlig pauschal mal hier rum. So. Mach doch 2 Stockwerke, Philipp. Es muss ja auch bezahlbar sein am Ende des Tages. Es muss ja auch ein bisschen bezahlbar sein. So, jetzt haben wir 2, 4, 6 und dann hier vorne noch ein 7. Ein größeres. Probieren wir mal aus. So, das soll ja, muss ja nicht jedes gleich sein, das ist gar nicht die Aufgabe, ne? Also das ist jetzt einfach mal so eine Überlegung. Ich weiß, wie gesagt, das mit den Teamleitern, das ist so eine spannende Geschichte, wie das jetzt am Ende des Tages wird. Aber hier oben kriegen die halt so richtig schöne, große Eckbüros und so. Ach, das wird herrlich. Ich sehe das vor dem geistigen Auge mittlerweile schon so richtig glorreich bei denen. Der hat halt so ein langes Büro, da kommt bestimmt der Künstler rein. So, okay. Dann machen wir den Zwischengang hier weg. Und dann fangen wir an und machen hier eine Glasfront rein. Schön, dann haben wir da auf jeden Fall Licht. So, dann öffnen wir... Da gibt es keine Türe hier rein. Ich könnte ja hier eine große Tür reinmachen, aber die kriege ich nicht ganz rein. Also machen wir das folgendermaßen. Wir lassen uns davon gar nicht beirren. Wir machen einfach die Wand raus. So. Das ist schon mal eine schöne Sache. Genau mein Genre. Hier bleibe ich. Das freut mich. Hi. Das finde ich schön. Ja, das ist einfach wunderschön. Wir müssen das mit den Fenstern nochmal ein bisschen anders machen. Das schaut ein bisschen doof aus gerade. Aber das kriegen wir hin. So, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt hier. Da halten wir uns mal an unseren Style Guide. Ja. Nur hier unten, hier können wir es halt nicht. Das ist aber egal. Das machen wir hier trotzdem. Wie gesagt, das werden wir dann noch ein bisschen hübscher machen. Das schaut doof aus. Das schaut doof aus, echt. Nee, das geht nicht. Wir versuchen das wenigstens so ein bisschen... Ja, genau. Wir versuchen das wenigstens so ein bisschen gleich zu machen. Hier kriegt er Eckfenster, das machen wir schon. Das ist halt echt der Typ, der Glück hat, ne? So. Und der hier kriegt auch Eckfenster. Hier eine große Fensterfront und hier machen wir das auch. Die hier unten machen wir jetzt dann gleich weg. Ja. Ach so, das geht nicht wegen... Ah, okay, das geht hier nicht. Okay, aber an der Seite schaut es gar nicht mal so schlecht aus. Bei Räumen bin ich gespannt, wie du die gestaltest. Ja, da kommt dann die, wie soll man sagen, die Science-Couch kommt da rein. So, hier, das machen wir mal weg, die Fenster. Und die machen wir jetzt gleich in einen kompletten Fenstersatz rein. Schön. Hier unten machen wir das auch nochmal anders. Und hier auch. Nice, oder? Okay. Ah, hier können wir das mit den Fenstern teilweise nicht so machen, aber das ist okay, das finde ich nicht schlimm. Das finde ich schlimm. Also das können wir auf jeden Fall versuchen, wenigstens so ein bisschen zu begradigen. Nein. So. Hä, warum ging das nicht? Ist okay. Und wenn wir dem jetzt hier nochmal ein bisschen, warte mal, das machen wir jetzt auch anders. Das könnte sogar richtig cool aussehen am Ende.
Ist okay. Ist okay. Jetzt wird's langsam besser. Jetzt wird's echt langsam. Langsam wird's cooler. Okay. Gut. So, jetzt haben die natürlich alle keinen Zugang. Das ist natürlich ein bisschen dämlich, weil, weißt du, die wollen ja auch irgendwann in ihr Büro rein. Die kriegen auch schön Türen. Machen wir das mal so. Das war falsch. Machen wir gleich besser. So. Und der hier kriegt auch eine kleine Türe. So. Okay. Gut, dann haben wir das mit den Fenstertüren und so weiter. Das ist drin. Schön. Dann gehen wir jetzt an die Sache ran. Das, wie gesagt, sollen alles, ich mache das, markiere das gleich mal als Teamleiter-Raumzuweisung. Also Raumnutzung limitieren. Nein, nicht Raumnutzung. Führung, oder? Führung. Die Räume verteilen wir dann noch. Das machen wir gleich. Tag und Nacht kommen zusammen. Ein kleines Klo. Oh, Origin, das wäre auch noch eine Idee, dass wir hier so ein kleines Toilettchen reinmachen. Dass man das hier dann irgendwie so... Ja! Weißt du, wenn du zum Chef musst, na, dann geht bei vielen halt schon so ein bisschen die Angst um. Und ja, da finde ich, das sollte man durchaus nochmal berücksichtigen. Ja, doch. Doch, das ist eine schöne Idee. Das würde ich sagen, lass mal einfließen. Da machen wir hier so ein kleines WC noch rein. Komm, das wird wunderschön. Pass auf. Dann gibt es jetzt hier so eine Toilettenzeile. Dinix, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen hier im Stream. Vielen, vielen lieben Dank dir. So, pass auf. Jetzt machen wir das so. So, dann machen wir das hier mit Türchen. Hier mit Türchen. Ja, ist okay. Lampen müssen wir eh generell hier noch einbauen, habe ich so den Eindruck. Das machen wir jetzt. Wir fangen mit der Toilette mal an und dann der Rest wird dann schon. So. Das machen wir mal nicht. Dann gibt es jetzt hier zwei Waschbecken. Ach, guck. Na, so nice wollte ich es jetzt eigentlich nicht. Die müssen nicht beim Händewaschen müssen die nicht kuscheln. So, dann gibt es jetzt hier noch zwei Papierspender. Seife. Schön beim Chef die Seife abholen. Nein. Oh nein, ich krieg die nicht mehr weg. Okay, jetzt doch. Krieg ich die auch auf die Seite der Wand? So muss es sein. Nochmal. Warte mal, mach mal anders. Hier gibt's so ein. Das ist ja die Chefetage, meine Lieben. Ja, ja, Nitram, das kommt noch. Alles easy. Alles easy. Das ist hier die Chefetage. Da gibt's diese Lufthandtrockner-Dinger. Ah, da krieg ich's nicht hin. Okay, dann gibt's halt nur eine Seife. Muss man sich halt teilen. Ist ja, sollte ja kein Problem sein. Man wird das wohl schaffen. Ja? Hier nochmal ein Handtrockner. Ja, die brauchen ja immer so ein Stückchen. Okay. Okay, so. Was gibt's hier oben? Also erstmal Feuermelder kommt auch rein. Das machen wir jetzt auch gleich mal pauschal in alle Räume rein und in Gang und so weiter. Das machen wir jetzt hier einfach mal. Machen wir das an die Seite ran. Hier auch nochmal, einfach der Sicherheit halber. Hier machen wir das auf die Gegenseite. Ist nicht hübsch, aber muss halt sein, ne? Hilft ja nichts. So, Sprinkler. Machen wir hier auch mal ein paar rein. Safety first, meine Lieben. Ja, safety first. Ein paar Sprinkler dürfen hier rein. Damit unsere, wie soll ich sagen, damit unsere Firma mal ein bisschen sich verbessert im Feuer-Ranking. Ist ein bisschen arg laut, ha? Ich mache das mal ein bisschen leiser für euch, damit das euch nicht so in die Ohren dröhnt. Ja, muss ja nicht sein. So. Okay, dann hier innen drin
Kommen auch nochmal ein paar Sprinkler an die Decke. Das muss ja auch drin sein, ne? Also das muss ja auch in Ordnung sein, wenn man hier so ein paar Sprinkler-Einheiten verteilt. Die sind nicht hübsch, aber Safety First muss auch bei uns in der Firma gelten. So. Ich glaube, baue ich viel zu viele, ne? Das Klo kann man auf Führung beschränken. Nee, nee. Da dürft ruhig jeder rein, weißt du? Da dürft jeder rein, der so zum Chef muss. Ich finde, das ist gar nicht mal so abwegig. Ja? Wenn du dann, weißt du, bist abends, bist du dann so zum Chef zitiert, ja, und dann musst du beispielsweise über deinen beruflichen Werdegang mit deinem Boss da debattieren. Und ich finde, da sollte man auch eine Toilette oben einbauen. Einfach nur der Sicherheit halber, ja. Ich glaube, das ist wichtig. Dass am Ende des Tages, nichts in die Hose geht, ja. Also, ihr wisst, wie ich das meine, ne? Also. So, hier machen wir einfach, immer so nach den Dingern. Damit es halt auch bei Nacht hier schön hell ist. Ja, es soll ja auch in der Führungsetage, muss das Licht ja quasi nachts immer brennen. Wilder geht quasi nie nach Hause. Wir haben ihm die Überstunden auf 24 hochgedrückt. Ja, also er muss eigentlich sogar immer jeden Tag nacharbeiten und er schafft das nie, das abzuarbeiten. Ich bin da guter Dinge, dass das wird. Armer Wilder. Marmor. Ja. Lass mal gucken. Ja, hier gibt es auf jeden Fall anständig. Wir sollten auch vielleicht unsere Führungsebene. Hier, die haben doch Office hier. Ah ja, das ist aber ein bisschen arg blöd, ne? Also, nee, das sehe ich so absolut nicht. Die kriegen auf jeden Fall einen schicken Boden. So. Hiermit auf jeden Fall sowas anwenden. Dann geben wir die Farbgebung nochmal. Also die Wand... Die Außenansicht. Nein, die Außenansicht muss bleiben. Sorry, ich muss das nochmal ändern. Weil die Außenansicht wollen wir nicht ändern. Das machen wir hier. Machen wir das. So ist das schön, okay. Armer Wilder. Die Führungsbüros im Keller. Na, das kannst du unseren Investoren nicht verkaufen. Ja, nicht dran. Die Investoren müssen da mitmachen. Wir beuten schon Wilder aus. Das muss ja was wert sein. So, pass auf. Nein, das kann ich nicht machen. Das schaut dann zu extrem aus. Ne? Das sind ja Führungsbüros. Ja, pass auf. Die machen wir dann in so einem... Unsere Firma ist ja quasi, wie soll ich sagen, sehr twitchy, ja. Das ist ja klar. So ein roten, so ein Ei. Ja, also vielleicht kriegen wir das hin, dass der Boden so ein bisschen. Weiß ich nicht. Irgendwie Eichenfarben wäre halt schön, aber ich glaube, ich kann das mit dem Mischen wird halt nix. Ja, wohl so? Ja, doch. Ja, so in die Richtung. Das ist ein bisschen... Ja, das kann man, glaube ich, machen. Ich weiß nicht, ob die Investoren denn das selber haben wollen. Warum ist das jetzt so? Ich habe doch auf Anwenden gedrückt, oder? Das ist ein bisschen, warte mal, das können wir nur ein bisschen heller machen. Das ist Führung. So, machen wir mal so. Okay. Und dann machen wir jetzt Folgendes, das machen wir jetzt in jedes dieser einzelnen Büros rein. Ich finde das so geil, dass das auch einfach so easy geht, ne? Das Anpassen. Hier auf dem Gang machen wir es auch. So, das sind die Führungsräumlichkeiten. So, was ist eigentlich mit Musik passiert? Kommt die noch? Oh.
Warte kurz. So. Ja. Schick, schick. Okay. Gut, das war die Geschichte. 95.000 aktive Nutzer haben wir gerade. Wie viel haben wir denn noch auf Lager 15? Das hält sich sehr gut. Kirito, dankeschön für den 13. Monat, ey. Vielen lieben Dank dir. Sau lieb. Dankeschön. So, meine Lieben. Okay, pass auf. Raumnutzung limitieren. Design Tag Nacht 1. Fangen wir erstmal an mit der Bezeichnung hier. Wird das hier auch angezeigt? Design Tag Nacht 1. So. Ach nee, warte mal, da unten wollten wir die Künstler reinsetzen. Dann ist hier Kunst 1. Okay, dann fangen wir jetzt hier mit der anderen Geschichte an. Oh nee, jetzt ist das wieder. Moment. So, Kunst. Design Tag Nacht. Design 2 Tag Nacht. Kunst haben wir schon. Marketing Tag Nacht. Die haben natürlich auch einen schönen Blick nach außen. Das ist schön. Das finde ich schön. So. Ist die Liste für die Namen auf? Noch nicht, glaube ich. Noch haben wir keine Queue gerade offen. Aber es hat ja noch ein bisschen Zeit. Wir fangen ja gerade erst an. So, Programm 1 Tag Nacht. Programm 2 Tag Nacht. Und jetzt kommt hier tatsächlich noch der Support Tag Nacht rein. Und dann sind wir durch. So, dann haben wir alle vergeben. Gut. So. Hier ist natürlich wenig schön. Aber das kriegen wir jetzt locker flockig hin. Pass auf. Wir sind jetzt, hier kommen natürlich die großen Desks rein, ja. In weiß. Ja, in weiß. Sagen Liebe. Dankeschön, Johnny Be Good, für dein Follow. Vielen lieben Dank dir. Herzlich willkommen. So, dann machen wir das andere hier rüber. So. Gut, dann haben wir jetzt hier, müssten auch alle gleich sein. Jo, da nicht. Da müssen wir ein bisschen verziehen. Da machen wir das nach oben ein bisschen Schlückchen. Gut, das passt. Das Zwergbüro gehört an das... Ja, ich hole mir dann die obere, die Penthouse-Etage, ne? Natürlich rote Stühle auch, immer. Ich hole mir den 10. Stock dann alleine für mich. Nein, da mache ich eine riesengroße Cafeteria rein. So. Gucken wir mal. Wir schauen. Wir gucken jetzt einfach, wo die Reise hingeht. Ja? So, hier ein PC ran. Immer in die Mitte. Die kriegen da noch mehr. Mal schauen, ob das alles so funktioniert. Hier habe ich schon gesehen, hier gibt es ein Problem. Wahrscheinlich wegen der Belüftung und so. So, dann. Jetzt machen wir hier Folgendes. Jetzt kriegt jeder noch so einen Teppich rein. Muss ja auch gemütlich sein, ne? Ist ja das Chefbüro quasi. Wahrscheinlich nutzt es jetzt keiner. So, dann bekommt jeder von unseren Leuten noch ein Telefon. Telefon ist, glaube ich, wichtig. Gut. Und denn eine Briefablage. Ne, die kriegen wir nicht mehr unter. Kopfhörer gehen auch nicht. Wobei, die brauchen wir aber wirklich als allerletzte Kopfhörer. Ganz wichtig bei uns noch, jeder Raum und natürlich auch der Korridor braucht eine Uhr. Neben der Ausgangstür, damit die Leute auch wissen, jetzt ist Feierabend, jetzt muss ich rausrennen. Ja, das ist so, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und hier vorne natürlich am Aufzug auch, dann weiß jeder, dass er spät dran ist. Das finde ich schön, ja. So. Kommt man aus der Etage eigentlich wieder raus, Zwerg, oder ist das so, dass man zur Chefetage kommt und dann nicht mehr rauskommt? Felstasche, du kommst ja über die, normalerweise über den Aufzug wieder rein. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So. Okay.
Dann machen wir jetzt hier nochmal so eine etwas warme Lichtlampe. Einfach nochmal für die Optik hier rein. Ah, das muss ja auch schön sein. So. Und an die billigsten Holzstühle, die wir finden können. Nee, warte mal kurz. Kann ich die nicht reinbauen? Ah, es muss an einem Tisch sitzen. Ja, aber das schaut eher nach Doppelbüro aus, ne? Okay, pass auf. Dann machen wir jetzt erstmal Folgendes. Dann gibt es jetzt hier erstmal Heizungsanlage. Gut. Ist okay. Und dann müssen wir jetzt die Klima noch anbauen. Da ich habe eher Befürchtung, dass es uns irgendwann mal bei der Klimaanlage zerlegt. So. Brauchst du eine Feuertreppe? Ach, das ist nicht so bei uns. Ja, Feuertreppe. Bilder. Kommt jetzt wieder mit so neumodischem Quatsch. Ist ja wilder wieder. So, pass auf. Hier machen wir auch nochmal eine kleine Abluftanlage rein. Könnte wichtig werden. Okay, dann machen wir hier auch nochmal eine ran. Machen wir das eh immer bei der also beim Feueralarm oder Rauchmelder hier. So, dann hier drüben nochmal. Bodenwolf, hi! Na? Wie geht's dir? So, hier ist auch alles safe. Gut. Dann brauchen wir natürlich noch Heizkörper überall. Auch in den Einrichtungen hier selber. Hier müssten auch die Alarmdinger rausgehen. Feuertreppe braucht man nicht. Es hat sich ja noch nie ein Zwerg in die Luft gesprengt. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Das sind alles wilde Spekulationen, ja. Wilde Spekulationen. Ich weiß jegliche Schuld von mir, ja. Noch nie ist irgendwas passiert. Wilder, du kein Betriebsrat, ja. Wir sind in dem wunderschönen Land Zwergon, ja. Hier gibt's sowas nicht. So, jetzt gucken wir mal gerade. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch hier. Guck mal. Deko. Wenn man reinkommt, gibt es erstmal so Styler-Designer-Pflanzen. Ja. Das ist dann so. Das machen wir auch. Ah, komm. Hier, guck mal. Das machen wir hier schön hin. Wenn du halt zum Chef musst, ne? Ja, 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 ja.